Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Revelations. Tja, in der letzten Folge haben wir die vierte Sequenz von Altair gesehen, beziehungsweise die vierte Erinnerung, und ja, er war schon ein sehr, sehr alter Mann. Und jetzt, würde ich sagen, geht's weiter auf der Suche nach dem fünften Schlüssel, den ja, glaube ich, die Templer haben müssen. Und dafür geht's zurück in die Hauptstory. Ah, scheiße. Komm mal doch die Klappe. Ja, passt zur Beschreibung. Ah, natürlich ist der Weg dahin wieder ein bisschen weit. Hätte ich eigentlich vorher einkalkulieren können, aber ja, was soll's. Den Mann kenne ich. Können nicht viele von sich behaupten. So leicht kommst du nicht. Ich bin doch runtergeklettert, was wollt ihr denn noch? Lasst mich in Ruhe. Na toll, ich muss wieder auf die andere Seite des Flusses. Na, warum lange schwimmen, wenn man sich auch einfach rüberbringen lassen kann? So. Ey. So. Geht viel schneller. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, weil ich, wie gesagt, ich. Revelations ist schon sehr lange her für mich. Der Storyverlauf in Konstantinopel, der ist mir noch. Der kommt mir jetzt wieder fast vor wie neu. Halt, wir müssen links lang. Wie es noch ungefähr endet, weiß ich, aber der Rest ist fast komplett weg. Hier lang. Ah, dort oben. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Mhm. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen. Die Janitscharen wollen Ezios Tod. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemanden mit Klingen töten. Ben, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf wartet. Un favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Und wenn schon. Think of the fun. Yusufs Bombe am Sockel der großen Sperrkette anbringen. Okay. Uppala. Da haben uns schon welche im Visier. Ah, wie machen wir denn das? Niemanden mit Klingen töten, ne? Könnt ihr euch mal um die kümmern? Mehr als einer wäre nett. Gut gemacht. Gib nicht auf. Ich muss kommen von hier. Dankeschön. Glaub
gekauft. Ruht euch nicht. Ja, ist schon gut. Ruht euch nicht zu sehr aus. Könnt euch schon bald wieder brauchen. Okay, da hinten rennt einer rum. Dort auch. Egal, wir müssen uns ja nicht entdecken lassen. Ach, am Sockel war ja die. Dann darf ich gar nicht hier rauf. Oder muss ich gar nicht hier rauf. Ah, wie macht man das am dümmsten? Wenn es hieß, nicht mit Klingen. Na, was soll's, wir haben noch viel mehr. Zack. Und damit wir hier nicht gestört werden. Hey. Wirst du wohl? Gut, der war aber anscheinend ein bisschen gepanzert. Hey. Eindeutig. Okay. Hier sollen wir das Ding platzieren, ja? Das wird knallen. Oh, fuck. Ezio, weg. Solltest. Ja gut, ist egal. Musstest nicht gleich das ganze Gebäude abreißen. Uah. Der Handlanger eines Adligen. Ach komm, hör doch auf. Halte den Mann! Ach kommt. Wieso war jetzt wieder die Armbrust weg? Okay. Griechisches. Was? Um das griechische Feuer zu benutzen, okay? Au. Könnt ihr das mal lassen? Au, verflucht nochmal. Ich kann nicht mal Medizin benutzen. Ja, toll. Eine Scheiße. Toll. So, versuchen wir es nochmal. Was denn, kriegt ihr es nicht hin oder wie oder was? So, gleich weg mit denen hier. Es muss anscheinend sehr schnell gehen. So. Jetzt noch ihr. Burn. Alles brennt. Das ist nice. Okay, ich habe eindeutig beim ersten Mal zu sehr getrödelt. So. Oh, wow. I see fire. Okay, Ezio. Wir sollten uns beeilen.
Bord ihres Schiffs gehen, bevor es ausläuft. Ja. Hopp. Ah, scheiße. Der Pfad ist hier nicht sehr deutlich, aber... Au! Verdammt! Los, Ezio! Du sollst nicht davon abspringen, verfluchte Scheiße nochmal! Du sollst da raufklettern! Okay. Ich spreche Arabisch. Oder Türkisch. Er darf das Schiff nicht erreichen! Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ah! Lasst mich in Ruhe! Das war nicht gerade sehr subtil. Findest du? Sie verzeiht die Verspätung. Ich hätte ja noch subtiler sein können. Aber dann gäbe es Konstantinopel nicht mehr. Okay. Okay, Sequenz 6 beendet. Ha. Ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Bill, hm? Ach, wieder bei Desmond. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Okay. Phew. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Okay. Ich würde sagen, dass das hier gerade ein sehr schöner, guter, passender Moment ist.
die Folge an der Stelle zu beenden. Und in der nächsten werden wir wieder zu Ezio zurückkehren, nach diesem kleinen abgehörten Gespräch. Alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tata!